Eko hat mich auf einen Remix mit draufgenommen, mit Exhibit. Ja. Und Reptile, das war Reptiles Single. Wir haben einen Song gemacht gehabt und ich habe jetzt ein Video und das ist jetzt zwar zusammengeschnitten, aber die Leute checken das nicht richtig. Die denken, ich habe mit Exhibit ein Video gedreht. Ne? Ja. Und der Erste, der mich sieht, sagt, ey Jam, komm mal rüber. Bruder, was hat der Exhibit dir bezahlt, dass du in dem Video bist? Wie viel Geld hast du gemacht? Das ist die erste Frage. Die Leute, die checken das gar nicht. Das heißt, dass man eigentlich froh sein kann in dem Moment, dass man ein Lied mit dem hat. Oder dass ich vielleicht, dass das mein Einstieg ist in die Rap-Welt. Die Leute fragen direkt, was hast du gemacht? Wenn du damals Musik gemacht hast und das so richtig viel, hast du auf Sachen verzichtet. Ne? Weil ich habe früher, sag ich dir ganz ehrlich, wo ich so ein Straßenköter war, habe ich mehr Geld gemacht als diese Anfangszeit von Rap. Wir waren so von klein auf schon so auf diesen auch Markenfilmen, gute Klamotten anziehen, gute Dings, immer Geld in der Tasche haben. Das war schon so, das ist ja nicht erst, seitdem wir ein paar Euros von Rap verdient haben. Das haben wir auch schon vorher gehabt. Und das so miteinander zu kombinieren, das war sehr schwer. Das war auf jeden Fall so eine Phase, wo ich eher gesagt habe, ey, das ist nichts für mich. Ich habe Freunde gehabt, die sind mit mir aufgewachsen, die haben das Gleiche gemacht wie ich, haben dann aber nicht gerappt und hatten schon dicke Autos, dicke Ketten, dicke Uhren, haben jedes Wochenende ihre Flaschen aufgemacht. Und wo diese Rap-Geschichte angefangen hat, musste ich halt extra Gas geben, so nebenbei.